Lotte, ich finde, du könntest noch mit ein bisschen mehr Model-Selbstbewusstsein an die Sache rangehen. Ich habe das Gefühl, manchmal hast du schon vorher aufgegeben. Ja, naja, weißt du, Viola, ich gehe nicht so mit großen Erwartungen ran. Es ist ja so, dass ihr so rangeht, ich muss weiterkommen, ne? Ihr habt ja, wollt ja auch, habt ein ehrgeiziges Ziel. Und ich brauche ein Foto. Wir haben Lieselotte versucht zu erklären, Casting hat sie gerettet. Und sie soll eigentlich dankbar sein, dass sie Heidi nochmal beweisen können, dass sie doch es sich verdient hat, hier zu sein. Ihr seid junge Menschen, ihr habt so viel vor. Ich habe schon so viel in meinem Leben haben dürfen und erreicht. Ne? Und dann denke ich, mein Gott, ich habe schon so viel Glück gehabt. Und ein junger Mensch, für den bricht eine Welt zusammen. Aber schau, Lieselotte, wenn du das Gefühl hast und die ganze Zeit sagst, oh, ich sollte hier gar nicht mehr sein, wir zwingen niemanden hier zu sein. Jetzt wäre ich langsam sauer. Aber genau dieses Gefühl bringst du rüber und genau sowas. Entschuldigung, stopp! Genau sowas sagst du auch. Was willst du mit Stopp sagen? Nicht so altklug. Es würde mich interessieren, was du sagst. Wenn ich empathisch bin, für Anna Lotta zum Beispiel, stehe ich dazu. Dann kannst du das nicht so generalisieren. An der Diskussion hat mir nicht stellenweise der Ton gefallen. Der Oberlehrerton, dieses nicht zuhören oder mir die Zeit und Raum zu geben, zu antworten. Und das hat was mit Respekt zu tun. Und da wird dann auch die liebe, rücksichtsvolle Lieselotte mal böse. Wir haben hier die Chance, hier zu sein. Richtig. Das ist nicht selbstverständlich, Lieselotte. Genau. Und man muss es wertschätzen und jeden Tag das genießen. Richtig. Und bei solcher Aussage gibst du uns das Gefühl, dass du es nicht tust. Und das ist verletzend für uns aber dass wir uns denken, ich genieße jeden Moment. Ich habe eine Casting-Einladung. Ey, sogar wenn ich eine Agentur wäre, bis ich eine Casting-Einladung bekomme, eine normale Agentur, da. Ich weiß nicht, es dauert vielleicht Jahre. Und das wollen wir dir vermitteln. Das ist nicht böse gemeint, wir wollen dich nicht angreifen. Wir wollen dir einfach nur sagen, das zeigt dann keine Empathie in den Momenten. Ja. Und das war es so. Es ist einfach eine emotionale Sache in dem Moment, die ich da auch äußere. Und dafür schäme ich mich nicht, da stehe ich dazu. Wir sagen dir nicht, dass du keine Empathie zeigen sollst, dass du gar nicht traurig sein sollst oder sonst irgendwas. Das ist ja dir überlassen. Aber einfach nur ein Gefühl dafür bekommen, wann ist es angemessen, etwas zu sagen und wann nicht. Jeder hat jetzt sein Statement dazu genommen, jeder ist irgendwie zu Wort gekommen. Und ich fände es jetzt ehrlich gesagt gut, wenn wir fassen das auf, was du gesagt hast, du das auf, was wir gesagt haben. Und dann halt beim nächsten Job oder bei der nächsten Elimination halt einfach das genießt und halt vielleicht mehr dann mit Bedacht sagst. Es war endlich mal Zeit. Und ich weiß, dass die Mädels denken, die Lieselotte will ja nur ihren Spaß haben. Ja, habe ich nie gesagt. Ja, Freude ist für mich erstmal das erste Wichtige. Aber nein, es entwickelt sich immer mehr ein Ehrgeiz und der Wunsch, Model zu werden. Auf jeden Fall. Da unterschätzen sie mich und ich möchte hier einen Platz haben.